Hallo, mein lieber Steinbock, ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem Kanal. Lass uns mal schauen, was hier für aktuelle Energies rumkreuchen und fleuchen für meine lieben Steinböcke. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meinen lieben Steinbock, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Also, du wirst hier in der nächsten Zeit an deinen Erfolg arbeiten. Ja, arbeiten im Sinne von eines neuen Projektes, aber auch arbeiten im Sinne von an einer Verbindung, die dir jetzt schon viel verspricht. Es gibt da aber allerdings etwas, was dich nachts schwer schlafen lässt, wo ich aber sagen muss, du könntest irgendwie Einschlafprobleme haben, Durchschlafprobleme, aber das ist jetzt hier so ein kleiner Teil, eine kleine Prognose, die ich dir jetzt zu eingangs erstmal zu sagen habe. Es kommt ja auf jeden Fall eine sehr harmonische Energie auf dich jetzt in den nächsten Tagen zu. Auch vielleicht ein Neubeginn hier in einer Sache, vielleicht auch was die Arbeit betrifft, was auch deinen Erfolg betrifft. Aber irgendetwas holt dich hier auch in der nächsten Zeit immer wieder ein, obwohl du wirklich auf Harmonie und Frieden setzen darfst. Eine Bestätigung auch in der Liebe, ja, dass die Sonne steht immer für die Bestätigung in der Liebe, dass man neue Impulse setzen möchte, dass man an denen arbeiten möchte, was einen immer viele Gedanken gebracht hat. Aber ich habe hier eine sehr ausgleichende Energie, dass es jetzt innerhalb von Verbindungen aufwärts geht, ja. Also ich habe hier verbunden mit der Akzeptanz, dass man hier Schritt für Schritt irgendwas nicht aufgeben sollte, ja, das nehme ich auch wahr, du wirst hier nicht aufgeben, auch wenn du Angst hast, gegen irgendwelche Ängste kämpfst du hier an, deswegen ist scheinbar auch die Karte der Neun der Schwerter hier gekommen, aber du akzeptierst jetzt auch immer mehr so deine eigenen Ängste, guck mal, schon wieder Ängste und Bürde, du machst dich wirklich unnötig verrückt, mein Engel. Es kann sein, dass es jetzt mal kurzfristig eine kleine Hürde geben könnte. Dass es jetzt mal nicht so weitergehen könnte, so wie du das vielleicht auch gewohnt bist oder aktuell glaubst, dass hier alles flutscht, wie es flutschen soll. Das tut es tatsächlich auch. Aber irgendwas ist hier demnächst für dich, dass du Angst davor hast, dass es nicht mehr so flutschen könnte, ja, dass nicht mehr alles so im Flow ist, dass du etwas verlieren könntest, dass du jemanden verlieren könntest. Irgendwie bist du aber dabei, die Ängste loszuwerden und akzeptierst es auch, dass du dich unnötig verrückt machst. Das ist das, was ich habe. Passt auf, meine lieben Steinböcke, wird in der nächsten Zeit erstmal alles in Ordnung sein. Und du machst dich einfach nur unnötig verrückt. Das ist hier die kurze Message, die ich für dich habe. Ne? Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei abonnieren würdet. Aktiviert das Glocke, so verpasst ihr keines meiner Readings mehr. Ich hab euch lieb. Ciao.